Es ist ganz wichtig, dass man einen E-Mail-Anbieter benutzt, der keine Verschlüsselung verwendet. Auch bei den anderen Wildkameras mit E-Mail-Übertragung, die relativ preiswert sind, ist es nur möglich, mit solchen E-Mail-Anbietern dann auch die E-Mails zu erhalten. SmartMail ist einer von diesen. Wenn man versucht, Hotmail, Gmail, GMX oder Yahoo zu verwenden, funktioniert es nicht. Die Kamera sendet zwar die Bilder ab auf die E-Mail, aber der E-Mail-Server bekommt eine unverschlüsselte E-Mail und dann erhaltet ihr die auch nicht. Ja, hallo, ich bin der Vari und ich habe eine neue Kamera von Bodyguards. Die Bodyguard 310. Diese Kamera ist nämlich eine von solchen Kameras, die mit jeder SIM-Karte arbeitet. Das Einrichten dieser Kamera ist eigentlich sehr einfach, wenn man Windows-Nutzer ist. Ich bin Mac-Nutzer. Es gibt eine Software, die man sich online herunterladen kann. In dieser Software stellt man dann alle Sachen ein, was die Kamera machen soll, also drei Bilder oder den PER-Sensor, das kann man da alles einstellen. Aber man stellt auch seinen Telefonanbieter ein und wo das Bild hingesendet werden soll, was die Kamera dann nach der Auslösung verschickt. In dem Menü stellt man dann auch noch einen SMTP-Server ein. Klingt im ersten Moment kompliziert, ist aber eigentlich nur, sind nur ein paar Textdaten. Jetzt ist aber ein Problem, was alle diese Kameras haben. E-Mail-Adressen haben heutzutage Verschlüsselungen SSL oder TSL. Die Kamera versendet zwar das Bild zu der E-Mail-Adresse, aber unverschlüsselt. Und wenn der E-Mail-Provider das dann empfängt, dann gibt er diese E-Mail nicht an euch weiter. Ihr braucht einen E-Mail-Anbieter, der keine SSL-Verschlüsselung nutzt. Und da empfehle ich euch SmartMail. SmartMail ist einer der wenigsten kostenlosen E-Mail-Anbieter, die das noch machen. Wenn ihr eine SmartMail-Adresse habt, dann habt ihr für diese E-Mail-Adresse auch ein Passwort. Ich bitte euch, benutzt dieses Passwort und diese E-Mail-Adresse nur für die Kamera, weil hier ist eine Speicherkarte drin, da sind die Daten drauf abgespeichert und jeder, der diese Kamera mitnimmt, kann die Daten nachlesen. Das ist so ziemlich bei allen dieser Kameras so. Wenn ihr euer E-Mail-Passwort da reinpackt, kann jeder, der diese Kamera mitnimmt, euer E-Mail-Passwort nutzen. Benutzt eine neue E-Mail-Adresse mit einem neuen Passwort, auch sehr kurz geschrieben und sehr einfach, damit man es fehlerfrei auch hier in den Text eintragen kann, in das Menü. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese Kameras arbeitet mit 18650er Akkus, nicht mit Batterien. Ich glaube, ich habe welche eingesteckt. Theoretisch würde einer reichen, aber hier kommen zwei rein parallel. Jetzt musste ich doch tatsächlich noch mal zurücklaufen, um die SIM-Karte zu holen. Bei mir handelt es sich um eine holländische Lebara-Karte, die ist registrierfrei, da braucht man keine Anmeldung oder sowas machen. Bei Lebara weiß ich, dass sich die in das Vodafone-Netzwerk einloggen. Da könnte man dann sozusagen auch die automatische Einstellung von Vodafone nehmen. Würde auch funktionieren. SmartMail am einfachsten. Früher ging auch mal Revierspion. Ich weiß nicht, warum Revierspion nicht mehr funktioniert, weil dann hätte man auch eine App auf dem Telefon, wo man die Bilder ist. Immer gleich bekommt. Aber so geht's auch. So guckt man halt in die E-Mail ab und zu mal rein. In meinem Fall alle 2 Minuten. Und dann guckt man halt abends rein und kann sich die ganzen Bilder runterladen, angucken. Und man sieht dann auch noch den Status der Kamera, wie der Batteriestand ist, wie der Empfang ist. Steht alles drin, kann ich ja mal ein Foto von einblenden. So, die Kamera bleibt jetzt ein paar Tage hier, soll ihre Arbeit verrichten. Ja, und dann sehen wir uns sozusagen, wenn ich die Kamera wieder abhole. Wieder bei meiner Bodyguard. Die hat mir ja in den letzten Tagen Riesenhaufen Bilder geschickt, immer mal wieder ein bisschen was.
jetzt schickt sie wahrscheinlich gleich ein Bild von mir. Die Bilder sind in der Bildgröße zwischen 50 und 60 Kilobyte. Die reichen natürlich aus, um zu erkennen, was hier Sache ist. Und ich probiere auch gleich noch eine andere SIM-Karte aus. Jetzt zeige ich euch erstmal die Bilder, die sie aufgenommen hat und mir geschickt hat. Ich hatte sie natürlich auch eingestellt, dass die nach dem Foto Videos aufnimmt. Die werden nicht versendet, es werden nur die Fotos versendet. Dann zeige ich euch natürlich auch gleich die Videos dazu. Viel Spaß beim Zugucken von der ersten Sequenz. Mülltüte habe ich ja sowieso immer dabei. Lange drücken, dann geht's an. Gut, nochmal drücken für aus. Haben sie gut gelöst. Beim Einlegen der Akkus muss man darauf achten, dass man die in der gleichen Richtung, beide in der gleichen Richtung reinpackt. Plus ist immer das Hütchen am Akku und an der Batterie. Ja, ist gut. Du bist, ich weiß, ja. Stört dich, dass ich hier bin? Die Kamera hat einen erstaunlich guten Ton. Allerdings hat es auch Nachteile, weil in der Richtung, in der die Kamera guckt, ist eine Straße. Jetzt sind natürlich dann auch Straßengeräusche die ganze Zeit zu hören. Die Kamera nimmt leider nur in 720p auf. Eine höhere Auflösung kann man nicht einstellen. Die Qualität geht einigermaßen. Wie komme ich jetzt darauf, dass man 2000 Fotos im Monat kostenlos verschickt haben kann? Ohne Grundgebühr, ohne monatliche Kosten. Ganz einfach. Es gibt eine SIM-Karte von Netzclub, die im Monat 200 Megabyte kostenlos zur Verfügung stellt. Dauerhaft. Ohne Grundgebühr, ohne dass man die Karte auflädt. Man bekommt über SMS Werbung zugeschickt. Man muss also bei Netzclub, wenn man sich anmeldet, ein kleines Interessengebiet mit auswählen, was man haben möchte. Die SMS, die dann da ankommen, das interessiert der Kamera nicht. Wenn man die Einstellung bei der Bodyguard auf Sendegröße Mittel stehen lässt, dann ist eine Bilddatei zwischen 50 und 60 Kilobyte groß. Die Kamera sendet noch zusätzlich in der E-Mail einen kleinen Text, wo der Batteriestand drin steht und wo auch drin steht, wie viel Platz noch auf der Karte ist, auf der Speicherkarte. Die gesamte E-Mail ist dann so ungefähr 75 Kilobyte groß, maximal. Und dann kann man sich selber ausrechnen, bei 200 Megabyte, wie viel E-Mails die Kamera im Monat verschicken kann.
Da reichen 200 Megabyte locker aus. Man registriert sich dann mit dem Postident bei Netzclub oder mit Videotelefonie. Dann wird der Ausweis per Videotelefonie abfotografiert. So, die APNs für Netzclub blende ich ein. Ich werde die Kamera jetzt noch an einer anderen Stelle mal ausprobieren, wo sie ein bisschen weiteres Blickfeld hat. Noch eine kleine Erklärung zu den Einstellungen. Wenn diese Kamera euch Bilder verschicken soll, müsst ihr die Kamera natürlich einstellen auf Foto und Video. Die Fotogröße, das stellt ihr bei der Fotosize fest. Dabei ist D die Auflösung am Tag und N die Auflösung in der Nacht. 18 Megapixel ist natürlich weitaus viel zu hoch eingestellt hier. Das habe ich später geändert. Das versendete Bild wird natürlich nochmal viel kleiner skaliert. Attachment Size, das ist dann die Größe, wie sie verschicken soll. Ich habe hier jetzt High eingestellt. Da werden die Fotos tatsächlich richtig groß verschickt. Die sind dann bis zu 1 Megabyte groß. Und dann könnt ihr natürlich keine 2000 Bilder Empfang von Netzclub, da reichen die 200 Megabyte nicht lange aus. Bei schlechtem Empfang dauert es auch sehr lange, ehe dann die Bilder ankommen. Es reicht, wenn ihr dies auf Mittel stellt, dann sind die so etwa 50 bis 70 Kilobyte groß und das genügt. Bei SMS-Control könntet ihr theoretisch die Kamera per SMS steuern. Das heißt, wenn die SIM-Karte eine SMS von euch erhält, das geht dann auch über die App, dann könnt ihr die Kamera steuern. Ich empfehle es nicht, mit dem Netzanbieter kommuniziert und die Akkus sind dann ratzefatze leer. Was jetzt noch ganz wichtig ist, das ist mir erst viel später aufgefallen, und zwar Max Number. Das ist die maximale Anzahl an Bildern, die die Kamera verschicken soll. Da ich hier auf Instant, also sofort zu stehen habe, bedeutet es, wenn die Kamera 25 Bilder verschickt hat, ist Ende, dann hört sie auf. Firma. Die arbeitet zwar weiter, macht immer noch ihr Ding, aber versendet nichts mehr. Das ist natürlich Quatsch. Das hätte Sinn beim Daily Report oder beim Manual, aber bei Instant, also sofort versenden, da sollte man hier auf Unlimited stellen. Dann sendet die so lange, wie Guthaben auf der Netzclub-Karte drauf ist. Und naja, das E-Mail-Fach wird dann auch richtig voll. Macht ja auch Spaß. E-Mail-GPRS müsst ihr so lassen, wie es ist. Dieses Molnus, ein schwedischer Server, ein Anbieter, der so eine Art Cloud anbietet, extra nur für Wildkameras, für Bilder, wo es dann auch eine App gibt. Das ist von Bolliger direkt. Und dann kann man auch die Bilder immer direkt empfangen, kann teilweise Kameras damit steuern. Damit sind auch Kosten verbunden, deswegen habe ich das jetzt nicht hier mit reingenommen. Ich wollte ja hier etwas zeigen, womit man mit sehr wenig Kosten viele Bilder im Monat kriegen kann, und zwar jeden Monat. Das war es jetzt aber von mir, so ein kleines Erklärbär-Video noch hinten dran. Jetzt kommen die Outtakes. Viel Spaß! Die nächsten Videos, die dann kommen von dieser Kamera, die seht ihr, wenn ihr abonniert habt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, ciao. Euer Bari. Bavari, Bavari. Kameras im Schnee. Es wird jetzt eine neue Reihe. BG heißt Bolligard. M wie mit Handyübertragung. PT oder SMTP, ich verwechsel das jedes Mal. Damit man es fehlerfrei auch hier in den Text eintragen kann, ja, schön. Ich habe die Akkus nicht mitgenommen. Mann! Ich habe die SIM-Karte vergessen. Alter, das gibt's doch gar nicht. Jetzt muss ich doch nochmal los. Die SMTPs oder SMPTs. Die SMTPs sind viel wichtiger. Die SMPTs, die SMTPs. Boah. So, wieder bei der Bodyguard. Kein Empfang. Schön. Hab jetzt die falsche mitgenommen. Das kann nicht wahr sein. Warum sind hier so viele Leute im Wald? Wo der Batterie dran ist, habe ich alle abgespeichert? Weiß ich jetzt gar nicht. Dschungel,
Dschungel.